Mein Name ist Thomas Nicol und ich bin seit September 2022 erster Vorsitzender der Aisch Gründertafel. Haben Sie sich mal überlegt, was wäre, wenn heute von einem Tag auf den anderen das Geld nicht mehr reichen würde? Wenn es nicht mehr so ohne weiteres möglich wäre, einfach in den Supermarkt zu gehen und Ware zu kaufen? Diese Probleme beschäftigen leider etliche Leute aus dem Landkreis und darüber hinaus. Wir sind heute in einer unserer vier Ausgabestellen in Scheinfeld. Die anderen drei Ausgabestellen befinden sich in Neustadt-Aisch, Bad Windsheim und Uffenheim. Wir versorgen jeden Samstag über 500 Menschen mit Lebensmitteln. Möglich machen das über 150 Helfer, die jedes Wochenende für die Tafel ehrenamtlich im Einsatz sind. Wir von der Aischgründer Tafel versuchen, die Leute zu unterstützen, dass sie einfach ein bisschen mehr finanziellen Spielraum im Monat haben. Die Lebensmittel, die wir bekommen, sind dabei uneingeschränkt verzehrfähig und würden unter Umständen höchstwahrscheinlich ansonsten den Weg in Müll finden, was jammerschade ist. Wir wissen es zu verhindern. Die Waren, die wir bekommen, variieren von Woche zu Woche. Wir versuchen natürlich immer, ein möglichst breites Sortiment für unsere Kunden zu bekommen. Aktuell haben wir zum Beispiel Nudeln, wir haben ein bisschen Babynahrung bekommen, sowas haben wir leider Gottes ganz selten. Dann haben wir aktuell eine Spende bekommen, Originalwürste aus Nürnberg. Und ansonsten natürlich Sachen des täglichen Bedarfs wie Mehl oder auch Zucker. Bei unseren Ausgabestellen steht dabei dann auch die soziale Komponente ganz klar im Vordergrund. Wir versuchen natürlich auch mal ein nettes Gespräch mit den Leuten zu führen, die zu uns kommen. Auch das lenkt auf jeden Fall dann auch vom Alltag ab und macht die schwierige Situation durchaus leichter. Eine Sache ist dann auch ganz wichtig: Ohne die ganzen ehrenamtlichen Helfer würde es nicht funktionieren. Deshalb an der Stelle auch nochmal der Dank an alle, die sich die Mühe machen, samstags ihre Zeit dafür zu investieren, um anderen zu helfen. Wir haben in allen Ausgabestellen ganz tolle Teams, die wo super miteinander arbeiten. Es ist eine super Gelegenheit, die Brücke zwischen Alt und Jung zu schlagen. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Verein, bei dem wo das so schön möglich ist wie bei der Tafel. Wir brauchen beide. Wir brauchen sowohl die Eltern, weil die einfach die nötige Zeit dafür haben, und wir brauchen die Jungen zum Anpacken. Und aus dem Grund freuen wir uns natürlich auch immer, wenn sich neue Helfer melden. Aktuell sind wir gut aufgestellt. Trotzdem kann sich jeder, der wo Interesse hat, natürlich immer bei uns melden und sich die Sache auch immer gern anschauen. Ich möchte mich an der Stelle auch mal bei allen Spendern bedanken, die uns sowohl mit Lebensmitteln als auch finanziell unter die Arme greifen. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch dazu ermuntern, die Tafel weiterhin zu unterstützen. Und uns würde es natürlich sehr freuen, wenn wir auch noch den einen oder anderen gewinnen könnten, der uns insbesondere in der schwierigen Zeit auch Lebensmittel zur Verfügung stellt. Weitere Informationen zur Tafelarbeit bekommt ihr hier.